Hallo Leute und willkommen auf meinem Kanal. Heute zu einem neuen Video mit mir und zwar, ich kommentiere dumme Kommentare oder ich reagiere drauf, was auch immer. Und ich habe mir ein paar sehr schnucklige, nein, ich meine, es hat voll lange gedauert, welche zu finden. Aber ich habe mir nach sehr langer Zeit und sehr viel Mühe, habe ich irgendwie ein paar gefunden, wo ich mir denke, okay, die sind nicht gerade schlau. Super, fangen wir doch einfach an. Hakan schreibt, mir egal, jetzt hinten in die Kamera. Gut, aber das bleibt unter uns, ja? Ich habe doch theoretisch schon meine Brüste in die Kamera gehalten, in einem BH. Und wenn ihr alle zu spießig seid, sowas cool zu finden, dann, sorry, dann bin ich echt in dem falschen Land. Obwohl, Deutschland ist eigentlich schon das richtige Land dafür, ne? Buddha ist kein Gott und kann somit auch niemandem Gehirne geben, du dummes Stück Scheiße. Das dumme Stück Scheiße war natürlich sehr, sehr wichtig, das musste dahinter. Ich frage mich aber wirklich, ob Buddha so schwer ist, richtig zu schreiben. Ich meine, 2Ds, 2Ds, Doppel-D. Nee, ich hab kein Doppel-D. Schlampe. Klassiker. Wer lässt sich die Brüste verkleinern oder hat die echt für so kleine Titten auch noch bezahlt? Ich meine, ja, wer lässt sich denn die Brüste verkleinern? Ich meine, all diese Frauen mit Rückenbeschwerden und so, ich meine, die simulieren doch, das gibt's doch gar nicht. Es gibt doch keine so große Brust. Ist doch Schwachsinn. Und ich habe mir nicht die Brust verkleinern lassen. Du abgehobene Fotze. Auch ein Klassiker. Oh Gott, wird das jetzt noch monetarisiert? Ach, ist auch egal. Scheiß jetzt auf den Werben. Ich reagiere super gerne drauf. Also wenn er sagt, ich bin eine abgehobene Fotze, dann ist das wohl auch so. Ganz ehrlich. Fake-Brüste sind ekelhaft. Man sieht das immer, dass sie gemacht sind. Sarah Jolie, du hast so recht. Wirklich. Was habe ich mir bloß dabei gedacht? Ich meine, ist ja nicht so, dass wir im Jahre 2017 leben, wo mittlerweile Brust-OPs oder beziehungsweise Brustvergrößerungen einem Menschen gar nicht mehr anzusehen sind und nicht von echten und falschen Brüsten zu unterscheiden sind. Aber wer bin ich denn, dass ich sowas sage? Ich meine, hab ich gesagt? Diese Aussage, Mädchen kacken nicht. Was laberst du für eine Scheiße? Jeder Mensch kackt. Mädchen kacken nicht. Es ist in der Natur des Mädchens, der Frauen, der ganzen Frauenbevölkerung über Jahre, dass Frauen nicht kacken. Es gibt sowas nicht. Stell dir mal vor, du bist einfach nur fett und deswegen die hängenden Titten. Solltest du vielleicht nur abnehmen? Die zahlt direkt eine ganze OP. Weiß ich nicht, vielleicht solltest du mal einfach deine Mutter fragen. Hm? Ist einfach scheiße. Fake Brüste, fake Menschen. Ich kann auch echt nicht mehr erzählen, was an mir überhaupt noch echt ist. Ich meine, du hast so recht, ich bin einfach fake. Kein Wunder, dass du keinen Freund hast. Ahahaha. Warum hatten das 15 Likes? Liebe Abida XZ, ist auch egal. Woher weißt du, dass ich keinen Freund habe? Hm? Nein, ich vermute, dass ich keinen Freund habe, weil ich einfach nicht jeden dahergelaufenen Vollidioten nehme, so wie du, Sweetie. Na, vielleicht bin ich auch einfach scheiße, ich weiß es nicht. Warum wird denn das immer so dargestellt, als ob man unbedingt einen Freund braucht? Ich weiß, ich mache sehr viele Witze drüber, dass ich sage, ich bin Single und bla, aber es ist ja alles nur Spaß. Spaß! Mann, wo ist der Spaß geblieben in dieser Gesellschaft, hm? Wer fand sie auch irgendwie unsympathisch? Manchmal finde ich mich auch sehr unsympathisch. Da denke ich mir so... Ach ja, Lea YouTube. I feel you. Schlampen wie du versauen die Jugend. Man sollte sie... Nee, tschö. Entschuldigung. Man sollte dich an den Haaren aufhängen, du Stück Scheiße. Wenn es klappen sollte, dann ist es theoretisch ein guter Vorschlag, aber ich glaube eher nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin der Manager, du Stück Scheiße. Da ist schon wieder ein Stück Scheiße. Meine Güte, man sollte echt mal neue Wörter einführen. Aber wenn du mein Ex-Manager bist, dann kann dein Name nicht stimmen, ne? Also ich glaube, so lange würdest du im Leben nicht durchhalten. Ich weiß es leider nicht. Also leider ist der falsche Begriff. Ich weiß es glücklicherweise nicht. Was ich mal loswerden muss. Oh, das sind meine liebsten Kommentare. Es ist normal, dass die Brust nicht unterm Schlüsselbein anfängt. Bla, bla, bla. Du gehst sehr offen mit dem Thema um, bla bla bla. Du solltest wenigstens die richtigen Werte vermitteln, bla bla bla. Ich liebe diese Leute, die mir sowas schreiben. Wirklich, ich habe dieses Kommentar so... Ich habe so oft solche Kommentare bekommen, wie dass ich die falschen Werte vermittle und Brust-OP und bla und... Wisst ihr, das interessiert mich ungefähr ein Scheiß. Ich weiß genau, was ich vermittle. Ich beeinflusse keine 13- bis 14-jährigen Mädchen. Generell, da Brust-OPs auch erst ab 18 erlaubt sind, Freunde. Unter 18 mit Einverständnis der Eltern. Das heißt, vielleicht hat man ja theoretisch doch noch ein bisschen Zeit zu überlegen, ob man eine Brust-OP machen will oder nicht. Und wenn du mit 18 noch nicht klar denken kannst und dich von einem YouTuber beeinflussen lässt bezüglich einer OP, dann bist du vielleicht einfach dumm.
Alles, was ich tue, ist den Mädels zu sagen, was es gibt, was man machen kann, was ich für Erfahrungen habe, was mein Problem war. Und mein Problem war nicht eine Hühnerbrust, sondern eine Hängebrust, mein Engel. Und wenn du das nicht mal langsam raffst, dann solltest du vielleicht einfach abhauen. Ist okay. Du tust es nicht für dich, bla bla bla. Du tust es für die Gesellschaft, bla bla bla. Man nimmt den langen Heilungsprozess und manchmal enorme Schmerzen in Kauf, nur für größere Brüste. Lucy. Lucy, Lucy, Lucy. Manchmal zweifle ich wirklich an der Gesellschaft. Ich meine, ist es vielleicht wirklich so schwer, einfach mal sich zu informieren? Nein! Die Leute wollen meckern. Und wisst ihr was? Ich stelle mich einfach dafür zur Verfügung, weil die Menschen brauchen einfach einen Sündenbock. Und wenn ich das sein muss, dann ist das so. Schon wie ich bei Family Guy gelernt habe, bin ich die Meg hier anscheinend. Ich glaube, ich muss weiterhin dazu nichts sagen, weil viele meine Gründe wissen. Es ging mir nicht um größere Brüste, da ich vorher schon größere Brüste hatte. Deswegen, weißt du, macht das keinen Sinn. Aber Lucy, ich liebe es, wenn Leute wie du mir sagen, warum ich überhaupt irgendwas tue. Ich meine, es ist ja nicht so, als ob ich mich unwohl gefühlt habe und es mein Körper ist und ich es entscheide und so. Aber weißt du was? Ich glaube, du hast mir die Augen geöffnet, warum ich das wirklich getan habe. Ja! Ah! Das fand ich sehr, sehr schön. Hat Selina geschrieben. Ach, Celia. Was ist das denn für ein Name, Alter? Hast du ein N verloren oder was? Was für ein Nonsens, der labert. Da ging es nämlich um einen Arzt. Das finde ich generell sehr witzig, wenn irgendeine Celia mir ankommt und sagen will, dass ein studierter Doktor Bullshit labert. Das ist eh immer sehr witzig, aber gut, darauf will ich jetzt auch nicht unbedingt eingehen. Darauf habe ich geschrieben. Das ist natürlich schlau, wenn man nicht genau sagt, was denn der Nonsens war. Daraufhin hat sie geschrieben, den Satz habe ich überhaupt nicht verstanden. Betone jetzt einfach mal so, wie sie das bestimmt meinte. Ey, was für Leute, ich liebe, wenn sie denken, dass die Miss Oberschlau sein, aber eigentlich nur Realschulniveau haben. Und ich finde das, oh, tschö, ich muss jetzt meinen Akzent abstellen. Also Satzbau ist so 4 minus, würde ich sagen. Realschule habe ich, aber ich habe auch noch, Abitur. Generell, auch wenn ich nur ein Realschulniveau hätte, was verleitet dich dazu, mich als dumm darzustellen? Ich meine, meinst du, Realschulabsolventen können weniger gut diskutieren wie Gymnasiasten? Ich kenne viele Gymnasiasten, die saudumm sind. Das ist der springende Punkt. Ich hasse es einfach, mich reinzusteigern, weil ich sehr oft mit dummen Leuten diskutiere, was mich eigentlich meistens sehr aufregt, weil ich nicht mit dummen Leuten diskutieren möchte und nicht kann. Und dumm bleibt dumm. Sascha! Achso. Das habe ich schon. Ich würde gerne noch weitere Kommentare raussuchen. Es ist aber einfach nur so unglaublich schwierig, welche zu finden, weil ich so cool bin. Und wie ich auch gerne den Herrn Böhmermann zitieren würde, ich würde gerne, aber ich habe leider keine Lust. Ob euch das Video gefallen hat oder nicht, ist mir eigentlich echt Wumpe. Ich wollte nur mal kurz eben auf solche Kommentare reagieren. Aber ich würde mich trotzdem über ein Abo freuen. Also wenn ihr mir ein Abo hinterlassen wollt, dann könnt ihr mir gerne ein Abo hinterlassen. Und sonst ein freundliches Ciao von dem unsympathischen Mädchen, aka Sascha. Ich verabschiede mich.